Willkommen zurück, meine Lieben, bei Hollow Knight. Bevor wir jetzt da nach unten gehen, gehe ich mal noch auf die rechte Seite. Wir konnten hier das hier nochmal. Ich möchte versuchen, gründlich zu sein, denn ansonsten werde ich irgendwie wieder was Dummes verpassen und dann, ja, stundenlang danach suchen. Eine Steintür mit einem einfachen Schloss. Okay, das heißt, wir brauchen einen Schlüssel. Woher nehmen, wenn nicht stehlen? Der junge Jürgen hier kann ganz schön hoch springen. Das ist wundervoll. Fühlt sich besser an, wenn man, ich weiß nicht, hochspringen kann. Es fehlt uns immer noch ein Double Jump und eine Map haben wir auch nicht. So, ja, ich weiß jetzt nicht, wir gehen jetzt erstmal nach links, machen alles kaputt. Und schauen einfach mal, wenn wir nicht mehr weiterkommen. Dann gehen wir wieder in die andere Richtung. Da fängt's an. Oh, hier ist irgendwas. Okay, lass uns hier reingehen. Dann wissen wir bereits, was das hier ist. Ich glaube nicht, dass es schon ein Boss ist, oder? Tempel des schwarzen Eises. Okay, du bist freundlich. Hallo, wie schön, einen anderen Reisenden auf diesen vergessenen Straßen zu treffen. Du bist klein, aber du siehst stark aus. Ich bin Quirrell, ich bin etwas besessen von unerforschten Orten. Dieses uralte Königreich birgt viele faszinierende Geheimnisse und eines der interessantesten befindet sich direkt vor uns. Ein großes steinernes Ei, das im Leichnam eines uralten Königreichs liegt. Und dieses Ei, ist es warm? Es strahlt zweifellos etwas Einzigartiges aus. Kann man es öffnen? Es ist übersät mit seltsamen Zeichen. Ich denke, das ist das, was wir im Intro gesehen haben, oder? Ich liebe Geheimnisse so sehr und wer weiß, welche Wunder noch tiefer unter uns liegen. Ich gehe jetzt einfach mal so davon aus, dass die Charaktere generell so ein bisschen goofy sind, weil das so ein bisschen zu Burton-esque passt, sag ich mal. Dass das jetzt nicht die Intelligenzbestien schlechthin sind. Okay, gucken wir mal, ob er noch was zu sagen hat. Ich habe mich schon lange, so lange hierher gezogen gefühlt. So viele Geschichten voller Wunder und Schrecken. Ich konnte nicht länger widerstehen. Ich musste es einmal mit eigenen Augen sehen. Und was für eine Zeit ich mir für meine Ankunft ausgesucht habe. Diese tote Welt ist zum Leben erwacht. Die Kreaturen sind aufgewacht und die Erde gerollt. Die Luft ist dick. Ich frage mich, was das alles ausgelöst haben könnte. Okay. Ja, ich denke mal, wir werden das noch irgendwie rausfinden. Oh, ich habe nichts gedrückt, glaube ich. Um in dieser Ruine zu bestehen, wird diese alte Nadel allein nicht ausreichen. Aber das ist kein Problem. Man muss sich nur umsehen. Viele sind vor uns hergekommen und die meisten haben ein grausiges Ende gefunden. Auch wenn sie besser ausgerüstet waren als du und ich. Ich bin sicher, dass sie nichts dagegen hätten, wenn ein anderer Entdecker sie von ihren Werkzeugen befreit. Eigentlich ist es sogar eine gute Tat. Die Toten sollten nicht mit solchen Dingen belastet werden. Okay, das ist ein ganz schöner Schwätzbesen hier, der Junge. Na, Minobis. Bist du oben an der Stadt vorbeigekommen? Was für ein bedeutender kleiner Ort. Und eine solche Pracht ist direkt darunter verborgen. Sie kommen wohl deswegen alle hier nach unten. Wer könnte solchen Möglichkeiten widerstehen? Meine Güte, was der also einen Dialog hat. Wahrhaftig, ein Wunder. Okay, jetzt repetitiert er sich endlich. Ich habe keine Ahnung, was er mit diesem Stachel gemeint hat. Die Symbole vom Eis, sind das die drei? Das sieht so ein bisschen Alien aus. Das ist ein Alien mit 6 Augen und das ist irgendwie so eine Void-Kreatur, so eine Art Geist, wo der Mund und die Nase zu einem verschmolzen sind. Okay, und hier ist ein Dead End. Gute Sache. Ja,
Wäre schön, wenn wir das auf unserer Map markieren könnten, aber wir haben keine Map. Derp, derp. So, das wäre mal das. Wir gehen einfach weiter. Und können wir das als Waffe verwenden? Ich will das aufheben. Gib her. Na, ist nicht. Ich weiß nicht, kriegen wir in diesem Spiel eine neue Waffe? Das ist keine Frage, die ich beantwortet haben möchte. Es ist mehr so eine Frage an mich selber. Autsch. Der hat mich getroffen. Bringt das was, das Zeug da? Okay, den konnten wir wegmachen, bevor er uns getroffen hat. So, ich habe schon komplett die Orientierung verloren. Also wir sind, es ist schon soweit. Oh, oh, oh. Oh, das ist ein Dicker. Autsch. Okay, okay. Wir, respawn die Gegner eigentlich? Lass mal... Das ist das, was ich... Der ist zumindest respawned. Okay, die Gegner respawnen nicht, wenn ich den Screen verlasse. Wir lassen den Dicken mal in Ruhe. Für einen Moment. Und, wenn wir es nicht vergessen, kommen wir später wieder danach da zurück. Ha. Was ist das hier? Da oben war noch irgendwas. Oh. Lassen Sie erstmal die blöden Fliegen klatschen. Autsch. Und einen Checkpoint suchen. So, all das Zeug mitnehmen. Okay, ich kann hier in der Luft auch nicht springen. Also wenn ich falle, dann falle ich. Autsch. Ich glaube, wir sind soeben gestorben. Jo, da sind wir wieder in der Hauptstadt. Ich weiß nicht, ob es sowas wie in Dark Souls und Blasphemous gibt, dass man quasi die Seelen wieder einsammeln kann, soll, muss. Wir werden einfach nochmal dahin gehen jetzt. Oder es zumindest versuchen. Oh ja, wir haben alle unsere Währung verloren. Guckt euch das an. Yikes. Okay, ich hoffe, wir müssen... Ich rede jetzt nochmal mit ihm. Ich hoffe, das wurde gespeichert. Okay, gut. Wir müssen den Dialog nicht nochmal durchgehen. Gut, gut, gut. Aber das war... Das war richtig übel in Bloodstained. Dass man wirklich alles speichern musste. Null Autosave. Aber gut. So. Ich weiß nicht, ob Button Mashing hier tatsächlich Sinn und Zweck der Sache ist. Können wir vielleicht, warte mal. Ich will mal was probieren. Vielleicht kriegt man einen Jump zurück, wenn man etwas angreift und dann Double Jumped. Ist wahrscheinlich ein bisschen weit hergeholt, ne? Okay, diese elenden Mistfliegen. Wo sind wir gestorben? Wir sind hier drüben gestorben. Lass uns erstmal... Okay, ja, das ist unser Zeug. Wir haben kein... Oh. Unser Zeug greift uns an. So, wir haben unsere Währung wieder. Das ist gut. Ich weiß nicht genau, ob das wie Dark Souls läuft, dass die Währung exponentiell wächst. Oder nicht. Wahrscheinlich schon. Das ist meistens so in solchen Spielen. Okay, das ist nichts. Au, okay. Da müssen wir aufpassen. Na komm runter.
kann auch nicht irgendwie sliden oder so, irgendwie ein Dodge oder... Habe ich alles nicht? Vielleicht kommt das noch. Die Hitbox, habe ich das Gefühl, von unserem Angriff ist ein bisschen größer, als es aussieht. Das ist nicht ganz genau, aber zum Vorteil des Spielers. Würde ich jetzt mal auf den ersten Blick sagen. Okay. Die Gegner sind alle relativ einfach. Ich hasse die Fliegen. Damn it. Hat's mich erwischt. Ich bin wahrscheinlich schon irgendwie 10-mal an irgendeinem Checkpoint vorbeigelaufen. Au. Da hätte ich nach unten gucken sollen. Was ist das hier? Nichts. Oh, 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 oh. Wir sind gefallen, aber ich glaube, wir haben keinen Fallschaden kassiert. Ich habe ja immer noch keine Map. Das ist das Problem, ne? Das ist glaube ich, das, wo ich durchgedreht bin. Als ich das damals gespielt habe. Es ist unglaublich schwierig, sich zu orientieren. Also für mich ist es schwierig. Ich kann mich überhaupt nicht orientieren in so 2D-Spielen. Bei 3D geht das besser. Da ist das, hilft das räumliche Vorstellungsvermögen. Aber hier bei 2D braucht man echt einmal eine Map. Also ich... Offensichtlich, da dieses Spiel super beliebt ist, gibt es, haben die meisten wohl überhaupt kein Problem damit, hier ohne Map zu spielen. Ich hätte jetzt gedacht, ich bin nicht der Einzige, der solche Probleme hat mit der Orientierung, aber anscheinend doch. So, meine Güte. Ich habe keine Ahnung, sind wir von ganz oben gekommen? Später werde ich dann einfach mehr durchrennen, aber für den Moment mal... Gibt es auch irgendwie Loot? Habe ich irgendwie... Wir haben bisher noch keine, nichts Lootiges gefunden. Die Frage, haben wir wirklich einfach nichts gefunden oder habe ich es einfach nur übersehen? Wer weiß, das Ding kommt hier nicht hier runter. Ist das derselbe? Na komm. Okay, ich will ihn weghaben. Wir haben 190... Was ist das für eine Währung? Wie soll man die nennen? Sind wir hierher gekommen? Irgendwo muss doch ein verdammter Checkpoint sein. Oh, Moment mal. Sind wir... Wir sind wieder in der Stadt. Wir sind einmal im Kreis gelaufen. Okay. Ach, der Kartograf war immer noch nicht geöffnet. Meine Fresse. Warum? Warum gibt unser Spiel nicht einmal die blöde Karte? Ich glaube, wir sind jetzt einmal irgendwie im Kreis gelaufen. Es gab auch noch den Dicken. Moment mal. Eigentlich... Ich gehe nochmal hoch, um das Spiel zu speichern. Ich hoffe, dass... Wenn ich das tue... Dass dann meine... Vielleicht werden dann meine... Ich sage jetzt einfach mal, Seelen auch gespeichert. Oder... Was sind das? Irgendwelche Schuppen? Vielleicht werden wir es noch erfahren. Okay, gucken wir erstmal das hier an. Das sind einfach, ich meine, das sind so eine Art Kisten, aber da ist einfach nur... sind nur diese Schuppen drin. Nicht irgendwie
allen Loot. Man kann hier auch Gegner grinden, relativ easy. Nicht, dass ich das... Das ist etwas, was ich nicht tun werde. Oder zumindest nicht exzessiv. Wenn ich irgendwie knapp ein bisschen zu wenig habe, dann... Warum nicht? Was soll das hier los? Gut, bevor wir uns jetzt hier... Das sieht mir ein bisschen ungeheuerlich aus. Bevor wir jetzt hier weitergehen, machen wir erstmal einen Break. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut, euer Northgate.